an diesem 1. Mai, dem internationalen Kampftag der Arbeiterinnenklasse, auf der Straße gegen das Verhandlungsergebnis im öffentlichen Dienst, was für die Millionen Beschäftigten Reallohnverlust bedeutet. Gerade in Zeiten von steigenden Lebensmittelpreisen und einer hohen Inflation brauchen wir Inflationsausgleich statt Reallohnverlust. Wir sind auch hier in Solidarität mit den Streikenden in ganz Europa, in Großbritannien, Griechenland, in Frankreich, wo sie gegen die reaktionäre Rentenreform Macrons kämpfen. Wir stehen hier in Berlin auf der Gewerkschaftsdemo. Hier gibt es eine neue Regierung mit Kai Wegner, einem rassistischen CDU-Bürgermeister. Wir sagen ganz klar, der GdP, die sogenannte Gewerkschaft der Polizei, hat im DGB nichts zu suchen. Wir stellen uns gegen die Polizeigewalt, die alltäglich präsent ist. Sie greifen palästinasolidarische Demonstrationen an, sie greifen Arbeiterinnen und Linke an. Wir wollen keine Polizeiwache am Cottbusser Tor. Wir wollen keinen CDU-Bürgermeister. Dafür sind wir heute auf der Straße mit KGK Workers, der branchen- und gewerkschaftsübergreifenden Gruppe von Klasse gegen Klasse, und mit Waffen der Kritik, der marxistischen Hochschulgruppe. Organisiert euch mit uns, um dieser ganzen Misere eine Perspektive entgegenzusetzen, die nicht beim kleineren Übel stehen bleibt, sondern sagt, wir haben eine Welt zu gewinnen, lasst uns um sie kämpfen.